Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu GTA 4. Ja, ihr habt richtig gehört. GTA 4 geht weiter. Ja. Ich weiß noch nicht, ob täglich. Ich nehme jetzt erstmal nur eine Folge auf. Okay. Was für ein Leck war das denn gerade? Bitte her. Ich mache mir mal das Headset ein bisschen leiser. Weil spielen wir jetzt laut. Nein. Verdammt. Fängt ja gut an. Das erste Mal wieder spielen nach einem Monat. Und ich verkacke so immens. Mann, bin ich gut. So. Bin gerade überlegen, wann kommt diese Folge? Kommt die sogar noch Montag? Könnte passieren. Entweder ist heute Montag oder Dienstag. Ich weiß es noch nicht. Und ob morgen schon noch eine Folge kommt, weiß ich noch nicht, weil ich gerade immer eine aufnehmen wollte. Mal zumindest ein bisschen weiterspielen. Aber entweder ab morgen oder ab heute habe ich einen Grund, warum ich nicht zum Aufnehmen kommen werden. Tun. Was zum, nicht zum Aufnahme kommen tun werde. Nein, das war kein Deutsch. Okay, Polizei, sind wir los. Fahren wir zur Mission. Release GTA 5 für den PC. Ich habe schon preloaded, also bei Steam alles soweit vorbereitet, muss nur aktiviert werden. Heißt noch 24 Stunden warten für mich. Es ist gerade Sonntagabend. Beziehungsweise Montagmorgen. Und ja. Ich freue mich drauf, GTA 5 auf dem PC spielen zu können. Weil was die Grafik so anzeigt, wow. Bin ich ja echt gespannt. Und das werde ich etwas suchen am PC, weil ich da mir auch wieder in der Story die 100% machen möchte. Das ist Pflicht für mich. Warum habe ich FPS-Pops? Nico, it's Roman. Let us go to a... Nein. Sorry, Roman. Ja, Minus. Ich werde da mal aufladen, irgendwann mal alle Sympathien hochjagen. Logging on. Ah. We'll just get there. Damn these people. Hey, Roman. Qui è stereotipo? Brucey! Have you met my cousin, Nico? This is Brucey. We met online. Oh, loveme.net? Ha! No! In a dark corner, doing dark deeds. We're both players, my friend. Players. VIP. For real. Classy. But also sexy. Hmm. That's how I like my women. I work at it, so they should too, right? Yeah. What is he talking about? Brucey's a dreamer. Uh-huh. He understands my vision. Oh, so he's an idiot. Hey! Screw you! Listen, man, you should try going online. I know how to go on the line. I just haven't done it here. Of course. Technophobe. Luddite. We gotta get you online. It's a world of opportunities. Such as? All kinds of things. Yesterday, I was online, and I discovered a blog about women who don't like to shave. That's pretty important. Listen, I promised Brucey I'd go out with him. Can you go out and get it sorted? Okay. Go to Twat and register on one of the PCs there. A pretty girl is expecting you. I'm bored of not being able to email your cousin, and the family keeps sending me news for you. Brucey, yeah! Stop exercising. Okay. Let's put some bitches to the sword. VIP style, come on! He's a cool guy. Ровно до ногу. Доб'єм преку інтернету. Мислиш, да сам лут? Ich hoffe auch, dass übrigens die FPS-Zahl oben links nicht zu sehen ist in der Aufnahme, eben im Test quasi nicht zu sehen. Aber es kann passieren, dass es nach dem Reintappen wieder da ist. Alter! Alter! Ich hab mich gerade zu Tode erschreckt wegen dem Donnern im Hintergrund. Oh, auf die Szene freue ich mich schon in GTA 5 auf dem PC. Die Mission, ich spoiler jetzt knallhart. Ah, das ist auch eine, die Mission mit Trevor, wo man die Biker endgültig besiegt. Wo dieses Gewitter ist und wo ich dann im Let's Play nur da gesessen habe. Alter, guck mal, wie das aussieht. Wie geil, ich bin mal gespannt, wie das aussehen wird auf dem PC. Ich werde das so feiern. Aber ich schätze mal schon, wenn ich gut bin, kriege ich hin, dass es täglich kommt.
wenn ich gut bin. Aber macht euch noch keine Hoffnung. Hey, my name's Nico. My cousin, he told me to come here. Roman, he called me about you. He's so funny. I set you up on that computer already. It's easy. Just follow the instructions on there. Okay? Ich stelle fest, er hat gesagt, da wartet eine hübsche Frau auf dich. Ich verurteile ja keine Frauen, aber nach meinem Stand, oder nach meinem Geisteszustand und nach Romans Interesse, wenn ich das so deute, ist das nicht hübsch. Das ist okay. Kein Problem. Hässlich ist er nicht. Ich meine nur, er sagt, er wartet denn. Wirklich schubst mich auf dich. Ja. Gut. Gut, 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 gut. Ja. Willkommen. Ich wollte schon weitermachen. Willkommen, iFind-Mail-Nutzer. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind der neuesten iFind-E-Mail-Nutzer. Sie sind der neueste. Es ist nur noch ein Schritt zur Aktivierung des Kontos. Erforderlich. Antworten Sie einfach auf diese Mail und Ihr Konto wird vollständig aktiviert. Dann können Sie von diesem Gratisdienst profitieren, mit dem Sie jedermann sinnlose Informationen austauschen können. Bedachten Sie, dass iFind die Rechte an allem, was in einer iFind-E-Mail steht, besitzt. Was? Ihre neue lautet nicobellek@ifind.info. Ich möchte mal negativ antworten. Das ist eine positive Antwort. Wirst du darauf klicken, schickst du eine ablehnende Antwort ab. Aha! Beste E-Mail. Aber bitte nennen Sie uns mein E-Mail-Konto aktivieren. Nein, ich möchte nicht sehen. Es ist schön, das kann ich schon mal so spoilern, was wir so noch alles anstellen werden in GTA 4. Wird hier in der Zeitung stehen. Verlass das Internetcafé. Nein, bitte. Oh, ja, speichert bitte. Okay. Ich bin mal gespannt, mit wie viel FPS GTA 5 bei mir auf dem Rechner laufen wird. Ich laber nur über GTA 5 und GTA 4 Let's Play. Tut mir leid. Ich hasse Regen. In dem Spiel. I have set up the email account. I am now online in Liberty City, Roman. Nice one, cousin. Did you meet the girl who works there? Okay, jetzt verstehe ich es, was er mal hübsch gesagt hat. Er hat nur auf ihre Brüste gestarrt. Gut, das erklärt einiges. Ich bin am überlegen, wir haben 7 Minuten. Die Faustmission ist... Ich überlege nur, welche Mission das ist, wegen der Zeiteinplanerei. Was dürfte hinhauen? Okay, machen wir noch. Aber ich lasse erstmal diese Einzelfolge. Ja, ich dachte. Ja. Alter. Going to send you emails about all the cars he wants, and you're going to get them for him. What are you going to do? Come on! I made the introduction! I'm the manager, man! Go check your emails, Nico. Let's hang out soon, okay? Stimmt, wir können 10 Autos für Fusi holen. Geh ins Internetcafé und lies deine E-Mails. Nein. Nicht jetzt. Wir werden dann eine Nebenmission machen. Die werden wir wahrscheinlich auch machen. Erstmal gehen wir jetzt zu Faustin. Das Spiel läuft bei mir nur in 50 FPS. Es geht ja 5 wird bestimmt noch weniger laufen, obwohl mein PC die optimalen für Full HD die volle Systemvoraussetzung hat. Ich gehe gleich rein, deswegen will ich mich immer drüber arbeiten. Aber GTA 4 war doch auch ein extrem schlechter Port für den PC, wenn ich mich nicht täusche. Das lief doch am Anfang überhaupt nicht. Bei mir lief es ja auch überhaupt das gar nicht auf dem Rechner, sondern erst nachdem ich meine Datei runtergeladen habe, die Windows Live Games deaktiviert. Genau. Also, kann nur besser werden, Rockstar. Also, die Arbeit von Rockstar. Aber wir machen erstmal die Mission. Wicked to Plow. Hello. Hello.
Is Mikhail home? No, he's out. Okay. Should I wait outside? No, no, come in. Oh, thank you. You're welcome. Sit down. Thank you. You want some tea? Sure. Mikhail doesn't let me use this anymore. Says it makes us look like barbarians, uncivilized, like immigrants. Oh, yeah? I know what you're thinking. It's a bit funny coming from him. Dieses Lachen. He did not used to be like this. When we were young, at home, he was beautiful. He was happy. He made me happy. But then something changed years ago. I never quite knew what it was. So many years I wondered what it was or what was wrong with me, that I did not see it in him. Or I changed him. Life is complicated. I never thought I'd live like this. No? When the war came, I did bad things. And after the war, I thought nothing of doing bad things. I killed people, smuggled people, sold people. And you don't worry about your soul? After you walk into a village and you see 50 children, all sitting neatly in a row against the church wall, each with their throats cut and their hands chopped off, you realize that the creature that could do this doesn't have a soul. God is very complicated. You mustn't give up hope. Huh. Well, I don't know about that. Привет, Лена. Привет, Дима. What is that? I tell you one thing and you ignore me! You stupid bitch! Nicobelic baby. Good to see you. Hey, you too. What did you want? I want you to teach people to listen to me. You want him to get us the money? Fuck the money. Mikhail, please calm down. We're already in a lot of trouble. I don't know if I can smooth things over with Petrovic. Fuck him and fuck you. Who are you, my daddy? Get the fuck out of my house. Mikhail! Get out! So, what do you want? This prig who owes me money owns a garage in Chase Point. I want you to pick up a truck and take it to him. Call me when you get to the truck. It's in Schottler on Montauk Avenue. Go. Get out of here. Okay. Der Typ macht mir immer mehr Angst. Begib dich zu einer Fabrik und finde den Truck. Okay. Der Typ macht mir Angst. Habe ich das schon erwähnt? Ja, eben gerade. Tut mir leid, dass während der Zwischensequenz ich ins Mikrofon geatmet habe. Irgendwas andere Geräusche waren. Ich habe mich kurz neu aufgesetzt. Ja. Was soll ich jetzt noch gesagt haben? Gut, dass ich damals mir nicht so wirklich dadurch gelesen habe, wo ich das erste Mal das Spiel gespielt habe, was die so erzählen. Das ist ja schon, ja, nett. Und ich habe jetzt mir während der Zwischensequenz auch entschieden, wie ich das mit den Videos mache. GTA wird jetzt erstmal zu dem Release von GTA 5 nur alle zwei Tage kommen. Wegen der Zeit, weil ich das Spiel gerne spielen möchte. Und die nächsten Tage dann entweder keine Zeit zum Aufnehmen habe, weil ich zu viel spiele, oder weil ich andere Sachen vorhabe, die auch vielleicht euch betreffen. Vielleicht werdet ihr sogar GTA 5 sehen. Aber nicht auf meinem Kanal, sondern auf dem Twitch-Kanal. Vielleicht werde ich da mal zwischenzeitlich mal streamen oder sowas. Mal schauen, ich wollte schon eine seltene Woche streamen, aber ich muss mich erstmal an das Mikrofon jetzt gewöhnen und alles. Ich laber auch gleich weiter. Wir stehen erstmal kurz. Ich Idiot. Bin ich blöd. Es ist nicht GTA 5.
muss hier raus aus dem Umkreis. Oh, ich habe den Kopf umgefahren, ich Idiot. Okay, dann kann ich weiter labern. Und ich wollte mich ja... Livestreamen ist soweit alles eingerichtet, das läuft soweit. Ich muss es nur machen. Also einen Moment finden, wo ich gerne möchte. Und wo ich mich auch traue. Ich warte eigentlich Samstagnachmittag vorzustreamen. Das habe ich nicht gemacht. Da habe ich mich dann eher mit meinem Mikrofon beschäftigt. Bin ich ganz ehrlich. Habe da alles eingestellt. 2 Stunden lang. Um einfach also verschiedene Einstellungen getestet am Mischpult, was sich am besten anhört und alles. Das ist nämlich eine scheiß Arbeit. Und ja, gleich laber ich weiter. Mr. Faustin, I have the truck. Drive it over to the garage on the corner of Guantanamo and Windmill. Park up inside. Sure. What am I delivering? When it's inside, figure the explosives. Should blow up good. Maybe you be careful on the drive over. It's pretty volatile stuff. Explosive? What the fuck? Calculating route. Das ist jetzt aber schön gesagt. Das grüne Licht da hinten ist sehr wichtig. Aber ich bin... 20 yards. Turn. Also so, das war das Navi. Nämlich sag mal kurz zu reden, was ich machen wollte. Ich habe halt das Mikrofon eingestellt. Es kann sein, dass die Tage ein Livestream mal kommt. Mit irgendeinem Spiel. Noch nicht Tomb Raider. Das wird mein erstes Let's Play. Oh ja. Mein erstes richtiges Livestream-Projekt. Ich werde vielleicht mal Crash to Insanity anschmeißen oder FIFA online spielen. Irgend sowas. Einfach mal den Twitter und Facebook im Auge behalten. Und das kommt jetzt alle 2 Tage, denn deswegen mache ich jetzt hier einen Cut. Ja, die Folgen sind kurz, aber ich möchte gern so anderthalb Stunden schlafen gehen. Und so viel Zeit habe ich noch zum Aufnehmen. Deswegen nutze ich die Zeit jetzt, um 4 Folgen aufzunehmen von GTA, damit bis nächste Woche es durch ist. Erstmal, dass ich dann eine Woche Zeit habe. In der Zeit habe ich dann GTA 5 locker durch. Weil ich fahre noch nicht los, aber ich könnte losfahren. Habe ich locker durch, weil das erste Mal habe ich eine Woche gebraucht. Wo ich das Spiel blind hatte. Nur so als Information. Nur so nebenbei erwähnt. Also, es geht schnell bei mir. Aber ich möchte nur vorher gerne haben. Falls ich vorher Zeit finde, kommt es nicht alle 2 Tage. Aber jetzt erstmal der Plan. Alle 2 Tage kommt es erstmal. Damit zumindest GTA 4 langsam wieder auf den Kanal anläuft. Damit 2 Projekte sind und nicht die Leute nur FIFA tragen müssen. Das tut mir auch unendlich leid, dass seit einem Monat nur FIFA kommt. Ich darf die nicht berühren, sonst geht die Bombe an. Einer Meile links abbiegen, okay. Aber ich werde jetzt hier einen Cut machen und wir werden dann in der nächsten Folge den LKW abgeben. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, euch gefällt auch, dass GTA 4 wieder auf dem Kanal läuft. Und dann hören wir uns übermorgen. Ich weiß nicht, wann diese Folge kommt, aber ich hoffe, sie kam am Montag. Dann hoffe ich, dass am Mittwoch die zweite Folge kommt, also die nächste Folge kommt. Und dann hören wir uns dann wieder. Bis dann. Ciao.